Hallo und herzlich willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und zwar heute melde ich mich nach fast 3 Wochen wieder für ein neues Video. Und denn ich teste die neuen 187 Getränke. Es war leider nicht so einfach, die zu kriegen. Das blende ich euch jetzt einmal ein. So, Leute, erster Laden kurz vor Ladenschluss. Ich hoffe, die haben überhaupt noch auf. Ne, haben zu, geil. So, Leute, auf jeden Fall nächster Laden, bin gespannt. Hoffentlich wird's jetzt was. Ey, das ist jetzt so lost. Jetzt darf ich erstmal direkt nach Bremen fahren. Hier haben die es natürlich wieder nicht. Real Talk, Leute, ich hasse diesen Ort. Digga, so lost. Selbst hier am Hauptbahnhof bei den Rewe finden. Selbst bei dem Hauptbahnhof hier bei Rewe finde ich doch nicht, ey. Also, Leute, das ist ja so groß wie so ein Wohnzimmer. Hier ist auch absolut nichts. Ich glaube, die haben hier nicht mal Red Bull oder so. So, Leute, auf jeden Fall hier selbst beim Hauptbahnhof bei den Rewe jetzt nichts gefunden. So, Leute, wollen wir jetzt im nächsten Rewe mal schauen. So, Leute, jetzt auf jeden Fall Edeka. Hoffentlich haben die den hier. Oh, shit. Nächster Rewe, würde ich sagen. Aber ich habe gesehen, dass hier auf jeden Fall noch ein Penny in der Nähe ist. Da will ich auf jeden Fall jetzt nochmal hinlaufen. Leute, und auch hier einfach nicht. Und auch hier, Leute, wird es nichts. Der Rewe ist auch so groß wie ein Keller oder so. Echt lost, ey. Auch hier haben die den nicht, ey. So, ich muss schon sagen, ist sehr frustrierend, hier die ganze rumgefahren zu sein und am Ende, ja, völlig umsonst. Zu Recht lachen im Hintergrund schon die Leute, ey. Jetzt kann ich auf jeden Fall nur hoffen, dass sie auch wirklich alle 4 Sorten haben. Ey, Leute, ich habe jetzt hier diese Sorte gefunden, da habe ich nachgefragt. Und der Mitarbeiter auf jeden Fall guckt es im Lager nach immer, der hat noch ein paar Sorten. Er hätte die wohl noch gar nicht einsortiert, Leute, geisteskrank, ich habe sie einfach gefunden. Auf jeden Fall, Leute, habe ich es jetzt geschafft, die zu bekommen. Leider, ich glaube, davon gibt es 4. Ich habe nur 3 bekommen. Da war ich auch froh, dass ich überhaupt bekommen habe, weil von denen hier gab es, also das war der letzte und von denen hatten die nur noch diese Sorte hier. Auf jeden Fall, Leute, schreibt mal euch unten in die Kommentare, habt ihr diese Getränke schon mal probiert? Das würde mich mal interessieren. Ich bin super gespannt. Ich muss auch sagen, die sind relativ teuer. Ich glaube, 1,59 € ohne Pfand pro Flasche. Also ich habe hier irgendwie 8 € für bezahlt. Ja, auf jeden Fall, Leute, gespannt bin ich auf jeden Fall bei diesen hier. Dann haben wir hier noch Orange und Cola. Bei dem Vergleich von Cola habe ich die originale Cola dazu geholt, dass man mal vergleichen kann, weil Cola, also da steht zwar Cola Exotik, aber eigentlich ist Cola ja, was ist Cola eigentlich? Cola. Ja, Cola ist einfach Cola. Cola ist Piste von Bohlen. Cola ist einfach Cola und hier haben wir jetzt ein Getränk, das auch Cola heißen soll. Da würde mich mal interessieren, ob es genauso schmeckt oder nur ein billiger Abklatsch ist. Auf jeden Fall ist hier, glaube ich, keine Kohlensäure drin. Auf jeden Fall, ich würde sagen, let's go. So, Leute, zuerst probiere ich mal Orange. Da bin ich mal gespannt. Muss man schütteln? Nee, muss man tatsächlich nicht. Oh, ist doch Kohlensäure drin. Oha. Ohne Spaß, Leute. Der schmeckt original wie diese billige Fanta vom Aldi. Sau eklig. Von der Bewertung her würde ich den hier von 10 Punkten. 10 ist das Beste. Hä? Von den Punkten her würde ich den, also 10 ist das Beste, 1 ist das Schlechteste. Ohne Spaß, ich würde den 1 geben, weil das ist eine Unverschämtheit. Man bekommt hier für 1,59 € ohne Pfand diese billige Aldi-Fanta. Das ist wirklich ekelhaft. Jetzt würde ich sagen, probiert ihr mal diesen hier. Das ist Orange. Das Logo sieht schon ganz geil aus, so, aber... Ist cooles Design zumindest, ne? Der Deckel hier ist auch mega nice vom Aussehen her. Also wurde sich Mühe gegeben. Was sagst du? Wie schmeckt das nicht normale Fanta? Das riecht man auch schon. Ja, ja, was... Da ist noch Dings drin. Was würdest du denn sagen? Das ist... So ein bisschen wie Fanta Exotik. Ja, ja, das steht auch Exotik, aber wie findest du das? Ich glaube, ich würde den schon so eine 5-6 geben. Also findest du nice? Schmeckt wie Fanta Exotik. Jetzt bin ich mal gespannt. Bei Cola, da haben wir jetzt hier auch das Original. Ich würde sagen, diesen Codein-Zeug hier, den trinke ich zuletzt. Ich würde sagen, zuerst probieren wir mal die originale Cola. Ja, ein bisschen viel Kohlensäure. War auch gerade im Angebot, hat 49 Cent gekostet, ohne Pfand. Schulnotentechnisch würde ich den ganzen eine 6 von 10 geben, ist halt das Original. Also ich finde, es gibt keine Cola, die besser ist als das Original. So, Leute, jetzt probiert erstmal das Original. Er hat gar keinen Bock, das Original zu probieren, weil er halt weiß, wie das schmeckt. Na, was sagst du? Jetzt haben wir hier Wild Crocodile Exotic Cola. Bin mal gespannt. Kohlensäure haben wir hier wieder am Start. Ja, also er schmeckt. Leider auch hier eine Enttäuschung, ohne Spaß. Er schmeckt einfach wie, auch eine billige Aldi-Cola. Wo aber keine Kohlensäure mehr drin ist. Das ist sau eklig, ohne Spaß. 0 von 10 Punkten würde ich den ganzen geben. Es schmeckt wirklich nicht. Man sieht, hier ist Kohlensäure drin, aber es schmeckt halt, als wäre überhaupt keine Kohlensäure. Jetzt kommen wir zu dieser 187-Cola. Boah, ist da viel Zucker drin, ey. Wie viel Zucker ist denn da drin? 9 Gramm. Ja, ein Red Bull ist 11 Gramm. Ja, trotzdem. So, Leute, jetzt kommt hier die Coke. Oh, bin gespannt, was er dazu sagt. Und? Was sagst du? Die schmeckt echt nicht gut. Die schmeckt nicht gut? Wieso nicht? Da fehlt irgendwie ein bisschen Kohlensäure. Ja, sag ich doch. Das ist wie abgestandene Cola, ne? Jetzt probieren wir, Leute, den Codein-Stuff hier, ne? Wisst Bescheid. Ohne Spaß, sieht schon mega nice aus hier, ein bisschen mit dem Grün wie Sprite. Bin gespannt. Das ist Crazy Lime, also das ist Limette. Ich kann mir darunter gar nichts vorstellen. Geruch auf jeden Fall ist wie so ein Duftbaum. Also das
Schmeckt original wie Sprite mit einem intensiveren Limettengeschmack. Finde ich ganz okay, kann man auf jeden Fall trinken, vor allem sieht das auch cool aus. Dem Ganzen würde ich 4 von 10 Punkten geben. Kann man trinken, die anderen beiden Sorten leider nicht. Nicht so lecker! Bin gespannt, welche Schulnoten du gibst. Was sagst du? Ja, ich schmecke echt nicht so gut. Jetzt machen wir mal, was passiert, wenn man 187 Getränke mischt. Oh, krass. Und auf dem Boden, sehr gut gemacht. Hör auf, meine Füße zu schnüffeln. So, Leute. Liegen mit Sprite. Ja, geht. Also, was ist jetzt dein Fazit dazu? Was sagst du? Jetzt schmeckt das nach gar nichts mehr. Du musst auf jeden Fall berücksichtigen, dass das 1,59 € kostet. Was also vergleichsweise teuer ist. Ich sag dir ehrlich, die Cola hier hat am wenigsten geschmeckt von allen. War jetzt nicht so nice. Da war die auf jeden Fall besser. Und was mich auch wundert, ist, dass die Getränke dieses Jahr sogar noch ablaufen. Wie? Ja, laufen dieses Jahr noch ab. Wann denn? Am 24.12. Na gut, ist ja noch ein halbes Jahr. Zum Vergleich, die Cola ist bis nächstes Jahr April haltbar. Also mein Favorite vom Aussehen her ist auf jeden Fall das hier. Das hier sieht richtig krass aus. Ja, finde ich auch am nicesten. Vom Geschmack her ist die auf die 1, das hier 2, 3 die Cola und auf 4 das hier, weil das, ich weiß nicht. Das ist aber auch mit großem Abstand ganz hin, ja, oder? Das schmeckt einfach nach gar nichts. Das kannst du ja gar nicht trinken, das kannst du ja in eine Toilette kippen. Also das will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber ist jetzt nicht ganz so nice. Wenn du Cola hast, wo keine Kohlensäure drin ist, ja, das stimmt schon. Vielleicht ist irgendwie ein Fehler oder so. Machst du das Waschbecken wieder frei? Auf jeden Fall, ja, Leute, lasst einen Daumen hoch da, kostenlos Abo und jetzt mal Vico die Abmord. Und vor allem auch, finde ich ja schade, dass ich die letzte nicht probieren konnte. Das ist, glaube ich, eine grüne Flasche, wenn ich mich nicht irre. Und Leute, wie erwähnt, schreibt euch unten in die Kommentare, wenn ihr ihn schon mal getrunken habt. Auf jeden Fall, Leute, ich würde auch sagen, das war's mit dem Video. Wenn ihr Videovorschläge habt, schreibt sie immer unten in die Kommentare. Abonniert schon mal kostenlos den Kanal. Um nichts mehr zu verpassen, gebt einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich würde sagen, ciao!